So, warten wir, bis ein paar Leute reinkommen. Okay. Ja, Shalom, meine lieben Friends. Ich begrüße euch zu einem gottesfürchtigen Livestream von mir. So beginnt ja der Mois seine Streams oder was auch immer, seine Videos, wenn er die anfängt. Ne? Shalom, meine lieben Friends. Ne? Exrada meldet sich zu Wort. Ne? Nennt sie mich Exrada, ne? Aber kein Problem. Der Herr segne dich dafür und möge er dir auch die Augen eines Tages öffnen, so dass du eine Entscheidung für ihn triffst. Baby Kevin ist ja sowieso immer das Beste, auf dass er auch eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus trifft, weil ohne den Herrn Jesus Christus geht ihr beide ja verloren. Na, da hilft keine Religion, sondern nur der Herr Jesus Christus. Wie dem auch sei, ich habe ja gehört, dass du auch auf mich gereagiert hast und das ist ein ja, das ist dann eine Art Muss, dass ich dann auch deinen Namen benutze, um meine Aufklärungsarbeit nach vorne zu treiben. Und das ist gut so. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass noch mehr große YouTuber auf ABK reagieren, wo er auf mich reagiert. Denn so machen wir das Ganze, bringen wir das Ganze noch größer und versuchen, noch mehr Menschen zu erreichen. Denn durch euch ist ja absolute Wahnsinn, ne? Aber wie dem auch sei. Wir werden heute, du, lieber Alim, AVK, lieber Abdel Halim und ich, Amir, wir drei, Triple A, wir werden heute den Islam widerlegen und ruinieren. Ihr hilft mir dabei. Ihr hilft mir dabei, den Islam komplett zu widerlegen. Denn durch eure Reichweite kann ich das ganz Deutschland zeigen. Wartet mal ab, was ich gleich wieder zeigen werde. Und wie gesagt, also ihr als Muslime, also in meinen Augen seid ihr abgefallene Muslime, ihr habt ja nichts mehr mit dem Islam zu tun. Das Einzige, was an euch islamisch ist, ist ja nur euer Name. Du heißt Alim und der heißt Abdel Halim. Das war's. Mehr ist da nicht mehr. Mit dem Islam habt ihr nichts zu tun. Ihr rappt ja und katapultiert euch ja selber raus aus dem Islam. Ne? Und das zeige ich euch gleich, dass Mohammed gesagt hat, dass es Leute aus seiner Umma gibt, die das als ja so halal betrachten, also die machen es einfach, obwohl es verboten ist. Ja, ich fange jetzt direkt an. Ich will den Livestream nicht allzu lange halten, weil ich möchte gleich noch eine schöne Debatte übersetzen von einem Muslim, der bei Christian Prince angerufen hat und der den Christian Prince herausgefordert hat. Er hat gesagt: Zeig mir doch, wenn du die Wahrheit sagst, dann zeig mir die Sachen, die du da behauptest. Und nach, Stück für Stück, hat er ihnen dann diese ganzen Sachen gezeigt, wo der arme Muslim am Ende dann sehen musste, was für ein Dreck sich in den islamischen Quellen befindet. Eins zu eins. Ein arabischer Muslim, der die Schriften eins zu eins lesen kann, der musste dann leider einsehen, dass der Islam die größte Lüge der Menschheitsgeschichte ist, so wie ich es immer sage. Ja, er hat es mit seinen eigenen Augen gelesen. Uns bleibt das ja verborgen, dir, Abdel Halim und 90% der Muslime weltweit. Die können ja kein Arabisch, die können weder Arabisch lesen noch schreiben. So, und die ganzen Quellen sind ja auf Arabisch und die bleiben uns verborgen, die wir kein Arabisch sprechen. Aber wir müssen jemanden wie Christian Prince nehmen und seine Beweise, die er zeigt, sollten wir prüfen. Und die Leute, die dann bei ihm anrufen, halt die arabischen Muslime auch, die kriegen dann ihr Schock des Lebens, ne, wenn er dann anfängt, die arabischen Quellen dann rauszuholen mit den Tafsiren und alles Mögliche. Ne? Und als ich dann angefangen habe, mich mit dem Islam komplett auseinanderzusetzen, bin ich auf einen wichtigen Vers im Koran gestoßen. Das ist die Sure 5, Vers 101. Stellt euch mal vor, dass ihr Gott sucht und in seinem Buch steht geschrieben, ich zitiere mal, Sure 5, Vers 101, okay? O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt würden, euch unangenehm wären. Und wenn ihr danach zur Zeit fragt, da der Koran niedergesandt wird, werden sie euch doch klar.
Allah hat euch davon entbunden und Allah ist allverzeihend nachsichtig. Also hier sehen wir eindeutig, dass Allah nicht mag, dass er in Frage gestellt wird oder sein Buch in Frage gestellt wird. Weil wenn du zu viele Fragen stellst, kann es sein, dass du eine gute Frage stellst und eventuell die Muslime zum Wackeln bringst. Weil der Islam ist ja die größte Lüge. Wenn es die Wahrheit wäre, würde so ein Vers niemals im Koran stehen. Sonst würde es sagen, ihr könnt mich testen, so viel wie ihr wollt. Der Koran ist ja die Wahrheit sozusagen. Aber wenn hier steht, oh, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt werden, euch unangenehm werden. Also es befinden sich unangenehme Dinge im Islam, im Koran, in der Sunna und in den Hadithen. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Und zur Zeit Mohammeds haben sie den Islam auch in Frage gestellt. Und was ist passiert? Es ha ein Vers weiter, Sure 5, Vers 101. Und es haben schon vor euch Leute nach solchen Dingen gefragt. Doch dann versagten sie in ihrem Glauben. Sie sind abgefallen vom Glauben. Weil je mehr du den Islam in Frage stellst, desto eher kannst du vom Islam abfallen. So ist das. Deswegen, wenn wir zum Beispiel in einem islamischen Staat wären und die ganze Zeit Fragen stellen würden, dann würden die sagen, ey, warte mal, willst du uns hier gerade verarschen oder was? Warum fragst du die ganze Zeit so komische Sachen? Stellst du etwa Mohammed in Frage? Und wenn du Mohammed in Frage stellst, was meinst du, was mit dir passiert? Pff. Die schneiden dir vor anderen Leuten den Schädel ab, wenn du Mohammed in Frage stellst. So außer Kontrolle ist der Islam geraten. Mohammed ist für die wie Gott, der ist höher als Gott. Ihr kennt ja dieses Prinzip. Wenn jemand Allah beleidigt, so hat er 3 Tage Zeit, seine Aussage zurückzunehmen und Reue zu zeigen. Solltest du aber Mohammed beleidigen, musst du sterben, auch wenn du Reue zeigst und es bereust. Seht ihr, dass Mohammed höher ist als Allah? Allah sagt im Koran, wir sollen dreimal beten, also die Muslime sollen dreimal beten. Was machen Muslime? Die beten 5-mal, weil Mohammed das in der Sunna gesagt hat. Mohammed ist höher als Allah, er ist ihr Gott. Er ist ihr Gott. Alles, was Mohammed sagt, wird praktiziert, wird in die Tat umgesetzt. Ja, und da gibt es schlimme Sachen, die Mohammed gesagt und getan hat. Und deswegen bin ich stutzig geworden bei so einem Vers, Sure 5, Vers 101. O ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt werden, euch unangenehm werden. Und wir finden dann beispielsweise, zum Beispiel in Hadithen, den folgenden Vers. Also, um das nochmal zu untermauern, habe ich den in Sahih al-Bukhari gefunden, wo Muhammad selber sagt, also Sahih, also ich bin hier auf der Seite Muflihun, das ist eine authentische Seite von dem Muslim, muflihun.com. Dann bin ich auf Sahih Bukhari gegangen, Buch 24, Hadith 555, das könnt ihr auch machen. Buch 24, ja, Buch des Zakat, Book of Text Zakat, Hadith 555, und wie heißt es? Dass der Mohammed in 3 Punkten etwas vorgeschrieben hat. Und hier steht, I hear the prophet saying, Allah has hated for you 3 things. Also Allah hasst 3 Dinge, die ihr macht. Erstens, vain talks, also useless talks, haben die hier dann in Klammern gesetzt. Also so unnützes Gespräch, was ihr da führt in euren Livestreams, wenn ihr da auf irgendwelche behämmerten Rap-Videos da reagiert und ihr nur Blödsinn erzählt, nur ja, Mist labert. Mir ist es egal, ihr könnt ja machen, was ihr wollt. Ihr seid ja freie Menschen. Nur wenn es eines Tages so weit ist, dass die Scharia eingesetzt wird, dann warten wir ab, was mit euch passiert. Denkt ihr, dann könnt ihr noch so behämmerte Livestreams machen und Reaktionen? Pff, die werden euch aneinander köpfen und die Hände und Füße abschneiden, wenn ihr euch nicht umkehrt und eure Kanäle löscht und alles. Warten wir ab. Und hier heißt es, also so unnützes Gespräch ist verboten, sagt Allah. Also der hasst das. That you talk too much or about others, also so über andere Sachen redet oder so nicht halt über den Islam spricht. Und hier heißt es weiter, zweiter Punkt, wasting of wealth by extravagance, also so extravagantes Leben, also so verschwenderisch zu leben, zum Beispiel so protzige Autos zu fahren oder in Luxus zu leben und alles so auszugeben, hier dies, das und ne. So wie andere Rapper das ja machen. Das ist ja total, die wissen ja gar nicht, was denen da blüht. Wart mal. Und drittens, guck mal hier, das ist der wichtigste. And asking too many questions und zu viele Fragen stellen. Seht ihr, dass Allah es hasst, dass man zu viele Fragen stellt im Islam? Und das basiert auf der Sure 5, Vers 101. So sieht's aus.
Und wenn du zu viele Fragen stellst, stellst du Mohammed in Frage. Und es kann sein, dass die Muslime dich dann ja, zur Strecke bringen, wenn du das machst. Es kann nicht nur sein, es ist so. Die Muslime machen das. Die wahren Muslime. Wenn ich sage Muslime, dann meine ich solche Leute wie Boko Haram und Daesh und diese ganzen Gruppierungen, die im Namen Allahs ermorden und alles auseinandernehmen. Das sind wahre Muslime, die die letzte Etappe von Mohammeds Leben praktizieren, die Sura al-Tauba, ja, die Reue. Sie wissen, dass Mohammed in drei Etappen gehandelt hat, ja. Und als Mohammed genügend Männer hatte, um sein Islam mit dem Schwert zu verbreiten, deswegen praktizieren das ja auch. Sie gucken also, aha, der geschichtliche Kontext zeigt eindeutig, dass als Mohammed nicht so viel Macht hatte, er ruhig und friedlich war. Als Mohammed aber genügend Männer und Macht hatte, hat er die Leute zum Islam gezwungen. Und so sieht es aus. Und deswegen praktizieren die dritte Etappe in Mohammeds Leben. Da, wo der Islam dominant ist in jedem Land. Syrien, Irak, wo die Muslime die Mehrheit halt bilden. Ne? Da geht es dann halt zur Sache. Deswegen wundern sich viele Muslime und sagen, oh, guck mal, wie diese Terroristen den Islam missbrauchen. Ihr Wahnsinnigen, ihr habt keine Ahnung von den islamischen Schriften. Der Islam missbraucht die Gläubigen. Der Islam wäscht die Köpfe der Muslime, dass sie auswandern und anderen den Schädel abschneiden. Wenn ihr euch mal hinsetzen würdet und die ganzen Schriften aufschlagen, dann würdet ihr sagen, das ist der Satanskult. Das ist Satanismus. Hochgrad Satanismus. Und die denken, das kommt von Gott. Das ist noch das Schlimme. Deswegen bin ich ja hier, um das aufzuhalten. Um irgendwas noch dagegen anzukämpfen, nur mit Worten. Ich kämpfe ja nicht mit Waffen irgendwie gegen den Islam. Ich versuche den Islam nur mit meinen Worten zu widerlegen. Im 21. Jahrhundert, ihr müsst euch mal vorstellen, dass im 21. Jahrhundert Menschen wegen dieser Religion sterben müssen. Das ist ja unfassbar. Da, wo die Scharia eingesetzt wird, da werden ja nicht Andersgläubige gleichberechtigt behandelt. Da ist der Muslim immer höher als alle anderen. Ja? Er genießt das Schönste vom Schönsten in einem islamischen Staat. Nicht die Juden, Christen, Zoroastrier und alle Andersgläubigen. Nein, die werden behandelt wie Dreck. Die müssen den Dhimmi-Status annehmen. So erniedrigte zweiter Klasse Menschen sind die dann. Kein Wunder, dass ein Muslim, ein wahrer Muslim, die Scharia haben möchte, weil er unter der Scharia ja wie ein König lebt. Und was ist mit Juden, Christen und alle Andersgläubigen? Die leben dann neben den Muslimen wie Dreck. Und also ihr habt ja gesehen, dass der Allah drei Dinge hast. Und beim dritten Punkt heißt es, dass man zu viele Fragen stellt. Nur die Heilige Schrift, als ich die Heilige Schrift dann angefangen habe zu studieren, bin ich auf einen ganz wichtigen Vers gestoßen. Und zwar Matthäus Kapitel 7, Vers 15. Das könnt ihr mit mir aufschlagen. Ich benutze die Schlachterversion. Ich lese mal vor. Hier heißt es im Vers 15: Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Der Herr Jesus Christus gibt uns Anhaltspunkte, einen falschen Propheten zu erkennen. Er sagt: An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber schlechte Früchte. Und hier sehen wir, guck mal, was abgeht in den Hadithen. Die verrotteten und schlechten Früchte von Mohammed. Pass mal auf. Hier sehen wir einen Hadith, dass Mohammed sowas wie Zeitehe erlaubt hat. Kannst du dir das vorstellen oder könnt ihr euch das vorstellen, dass beispielsweise Mohammed sowas wie eine Genussehe angeordnet hat? Er hat den Muslimen erlaubt, eine Ehe einzugehen von 30 Minuten bis 99 Jahre, also so eine temporäre Ehe. Das heißt, ich komme zu dir, also gehe zu einer Frau und sage, möchtest du mit mir Mutterehe machen, also so eine Genussehe, und ich gebe dir ein bisschen Geld und nach einer halben Stunde lasse ich mich von dir wieder scheiden. Hand aufs Herz, ist das nicht Prostitution? Eindeutig. Ja, das ist Prostitution. Mohammed hat Prostitution erlaubt. Und da gibt es Sunniten, die den Schiiten dann ri einen riesen Vorwurf machen und sagen, guck mal, die kranken Schia, die praktizieren Hurerei. Das findet man in ihren Quellen. Ihr wahnsinnigen Sunnis, guck mal, das findet man bei euch auch in den Quellen. Guck.
Ist das Schierquelle Sahih Muslim? Ja, guck mal. Sahih Muslim. Hier, das ist die Quelle. Sahih Muslim. 1405c in der Buchreferenz, Buch 16, Hadith 18. Das ist schiitische Quelle, ne? Ihr Ganzen, die euch schämt für die Sunna eures Propheten. Habe ich nicht gesagt, man kann den Hadithen oder dieses Vorbild niemals folgen. Guck mal hier, was hier steht. Die haben diese temporäre Heirat in der Zeit vom Propheten. Guck mal hier. Yes, we had been benefiting ourselves by this temporary marriage during the lifetime of the Prophet and during the time of Abu Bakr and Omar. Also in der Zeit vom Propheten plus noch nach Mohammed. In der Zeit von Abu Bakr und Omar, als die auch Kalifen waren. Könnt ihr euch das vorstellen? Egal, lass es mal dahingesagt sein, ob es abrogiert wurde oder nicht. Ja? Aber diese unmoralische Handlung, dass Mohammed sowas erlaubt und dann flippen die Sunnis über die Schia aus. Ist das krass? Dann sagen die, guck mal, die Schiiten praktizieren Hurerei. Wo steht denn sowas, dass wir sowas machen müssen? Sure 424. Und verboten sind euch verheiratete Frauen, außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt. Und dazu müssen die Sunnis auch den Tafsir von Ibn Abbas lesen, damit sie mal ein bisschen den Verstand aufmachen, was überhaupt der Vers zu bedeuten hat. Das ist sowohl Mutter als auch die Vergewaltigung. Zweierlei Sachen findet man in diesem Vers. Ja? Also ihr seht, das ist absolut, absolut auch in den sunnitischen Quellen zu finden ist. Und bei den Schiern, weil du hängst ja, lieber Alim, du hängst ja auch mit Sinanji ab, der ja auch ein Schia ist. Und er darf zum Beispiel, also es steht dann in seinen authentischen Quellen folgendes, pass mal auf. Überliefert von Abu Ja'far, der als einer der Enkel Mohammeds angesehen wird, der gefragt wurde, angenommen ein Mann praktiziert mit einer Frau die Mutter und wenn ihre gemeinsame Zeit vorbei ist, dann geht ein anderer Mann mit ihr die Mutter ein. Wenn dann ihre gemeinsame Ehe vorbei ist, darf der vorherige Mann mit der Frau dann erneut die Mutter eingehen? Er, Abu Ja'far, antwortete, ja, er kann mit ihr tun, wie es ihm beliebt, da sie den freien Frauen nicht ebenbürtig ist. Ihre Dienste sind käuflich, dadurch ist sie mit einer Sklavin gleichzusetzen. Wir lesen das in Al-Kafi, die vertrauenswürdigste Quelle von den Schiiten, im Kapitel, wenn ein Mann mehrmals dieselbe Frau genießt. Al-Kafi Hadith 9993, also 9993 zu 1, minus 1. Seht ihr? Mit Quellenangabe. Alles, was wir... Nochmal, guck mal. Ich bitte euch von ganzem Herzen, holt euch dieses Buch von Christian Prince. Es ist ein Meisterwerk, wenn ihr wissen wollt, was für ein Dreck sich in den islamischen Quellen befindet. Es ist ein Muss. Dieses Buch müsste eigentlich in jeden Haushalt kommen, damit ihr gewappnet seid vor dem Islam. Damit ihr wisst, was für ein Müll sich in den islamischen Quellen befindet. Und dass man andere Muslime warnt und sagt, hey, mal zu, das stimmt irgendwas nicht mit dem Islam. Guck dir das an, was da drin ist. So muss das, und das muss dann wie so ein Lauffeuer oder so ein Kettenfeuer, dass das so ausbricht wie so ein Lauffeuer. Versteht ihr? Dass der andere dem anderen das erzählt und so wird es dann weitergegeben. Und mit Quellenangaben, weil die Muslime bestehen ja immer darauf, wo steht das, wo steht das? Ja, hier steht das doch. Hier steht das in den authentischen Quellen. Man gibt alles an, selbst mit dem arabischen Text und alles. Und wenn es nicht stimmt, komm und ruf ihn an, er ist jeden Tag live. Da will ich mal sehen, ob jemand nochmal seinen Mund aufmacht. Kommt keiner, die machen immer 500 Millionen Videos. So. Aber live kommt da niemand. Also ihr seht, dass es sowohl bei den Sunniten ist, als auch bei den Schiiten. Also wir finden das bei den Sunniten in ihren Quellen und bei den Schiiten. Guck mal hier. Aber stellt euch mal vor, ein Muslim zu Muslim kommt zu ihm und sagt, lass mich mal, ich möchte mit deiner Schwester möchte ich eine Mutter-Ehe eingehen. Was meinst du, wie diese... Beispielsweise nehmen wir Alim und ein Sinanji. Der Alim ist ja, Mois ist ja Sunni. Und der Sinanji ist jetzt ein Schia. Der ist ja Iraner, der ist Schiite. Da geht der Sinanji zum Mois und sagt, ich möchte deine Schwester, beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal, ich möchte deine Schwester für eine halbe Stunde heiraten. Ich würde gerne mal das Gesichtsausdruck von Mois sehen, wie er reagiert. Er sagt, tickst du nicht richtig, was für 30 Minuten mit meiner Schwester heiraten? Das ist doch Prostitution. Du gibst ihr ein bisschen Geld, damit du
30 Minuten mit ihr heiratest und danach lässt du dich von ihr scheiden. Und jetzt siehst du, was dein Prophet da angeordnet hat. Lüge ich? Lüge ich? Er steht doch da 1:1. Das ist Mutter, nichts anderes. Krank? Und deswegen hat der Herr Jesus Christus uns gewarnt vor den falschen Propheten, der in Schafskleidern zu euch kommt, inwendig aber ein reißender Wolf ist. An seinen Früchten werdet ihr ihn erkennen. Und das sind solche Früchte, die er hervorgebracht hat. Guck mal hier, weiter geht's. Habt ihr schon mal gehört, dass ein Muslim, also als ich damals im Iran war, als ich 18 Jahre alt war, hat meine Mutter mich mitgenommen in den Iran. Und da habe ich zum ersten Mal, das war wie eine andere Welt für mich. Und als ich das islamische Land dann halt gesehen habe, das war sehr, sehr extrem für mich. Das war ja wirklich, als wäre ich in irgendeinem, ja, wie soll ich das beschreiben? Es war so, als würde ich wirklich im 6. Jahrhundert ankommen. Ich meine nicht von der Moderne, aber ich meine so von der Logik her so, dass Mann und Frau so alles getrennt machen, so, versteht ihr? Dass da strikte Geschlechtertrennung besteht. Und dann wollte ich in den Bus einsteigen, wollte ich mit meiner Mutter in den Bus hinten einsteigen, da meint meine Mutter, nein, nein, du musst vorne einsteigen, vorne müssen die Männer hin, Frauen hinten. Also, ne, dass die Männer die Frauen nicht angucken, sondern den Blickkontakt halten. Also die Männer müssen vorne sitzen und die Frauen sitzen hinten. Und da seht ihr mal diese Geschlechtertrennung. Und das Schlimme daran ist, wenn wir jetzt beispielsweise diesen Hadith uns betrachten, es ist ja nicht erlaubt, beispielsweise, dass ein Muslim und eine Muslima zusammen in einem Raum sind. Da gibt es beispielsweise eine Fatwa von einem ägyptischen Scheich, die wurde aber wieder zurückgenommen, weil die ganze muslimische Welt darüber empört war, was er da für eine Fatwa raushaut. Das Problem der Lösung ist, dass die Muslima dem Typen, also dem Muslim, die Busen zum Nuckeln geben kann. Sowas nennt man Stillverwandtschaft herstellen. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Mohammed sowas angeordnet hat? Mohammed hat also gesagt, dass eine erwachsene Frau einen erwachsenen Mann stillen kann oder stillen darf. So stellen sie eine Stillverwandtschaft her und die Frau kann dann das Kopftuch abnehmen und so. Wie mag das aussehen? Nehmen wir mal beispielsweise einen Pierre Vogel oder Abul Bara. Stell dir mal vor, dieser Pierre Vogel besucht Abul Bara und dann auf einmal heißt es, ja, aber du darfst hier nicht rein. Meine Frau ist da. Ja, aber hier haben wir doch ein Hadith, in dem wir dieses Problem ja lösen. Mohammed hat gesagt, dass deine Frau mir die Brüste zum Stillen geben soll. Könnt ihr euch das vorstellen? Welcher Muslim auf dieser Welt praktiziert denn sowas? Guckt euch diesen Hadith an. Wo sind wir hier? Das ist ein authentischer Hadith. Dieser Dreck wurde aus dem Koran wieder rausgenommen. Das finden wir in Sunan ibn Majah, Hadith 1944, wo ein Ziege gekommen ist und diesen Vers, den Steinigungsvers und das Stillen eines Erwachsenen gefressen hat. Ein Ziege kommt und isst Koranverse. Ja, die Muslime schämen sich halt für diese ganzen islamischen Quellen. Aber hier sehen wir, das ist Sahih Muslim, 1453a. Und hier heißt es: O Messenger of Allah, I see on the face of Abu Hudhaifa signs of disgust on entering of Salim, who is an ally into our house, whereupon Allah's Apostle said, suckle him. Also, still ihn. She said, guck mal jetzt, wie die reagiert. How can I suckle him as he is a grown-up man? Wie sollte ich ihn denn stillen? Er ist ein erwachsener Mann. Mal, was Mohammed sagt, guck mal hier. Allah's Messenger smiled and said, I already know that he is a young man. Amr has made this addition in his narration that he participated in the Battle of Badr and in the narration of Ibn Umar, the words are Allah's Messenger laughed. Guck mal hier. Wo finden wir das? Pass mal auf. Ich lese euch das mal vor. Hier,
Es ist überliefert, dass Aisha sprach: Saula bin Suhail trat an den Gesandten Allahs heran und sprach zu ihm: Ich sehe den Zorn im Gesicht von Abu Hudaifa. Was ihr? Ich sehe den Zorn im Gesicht von Abu Hudaifa, wenn der Sklave Salim mein Zuhause betritt. Der Gesandte Allahs sprach: Still ihn. Sie sprach: Wie soll ich ihn stillen, wenn er doch ein erwachsener Mann ist? Seht ihr diese unmoralische Handlung? Welcher Muslim auf dieser Erde würde die Busen seiner eigenen Frau einem anderen Muslim zum Nuckeln geben? Das will ich sehen. Wenn nicht, dann seid ihr keine praktizierenden Muslime. Das ist Sunna. Stellt euch mal vor, der Mohammed ordnet sowas an. Hol mal die Busen von deiner Frau raus und lass mal 5 oder 10 Mal dran nuckeln, damit eine Stillverwandtschaft hergestellt wird. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Zeugs ist? Warum wird uns das nicht gezeigt? Keiner zeigt uns das, weil die sich dafür schämen. Aber es muss aufhören mit dieser ganzen Vertuscherei und Verheimlichen der ganzen Hadithe. Die müssen nach vorne kommen. Ja, der Herr Jesus Christus sagt ja in Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, ich hoffe von ganzem Herzen, egal wer mir gerade zuguckt, aber es gucken auch sehr viele Muslime zu, dass ihr die Wahrheit erkennt, dass er ein falscher Prophet war und dass ihr eine Entscheidung für Jesus trifft. Wer kann das mit seiner Moral und Ethik vereinbaren? Ich gebe die Busen von meiner Frau zum Nucken, damit ein anderer Muslim, damit er reinkommen kann und damit eine Stillverwandtschaft hergestellt wird. Hand aufs Herz. Jeder würde sagen, das ist ja der allerletzte Haufen Müll. Jeder, selbst die Muslime, haben mehr Moral als das. Ist das zu fassen, dass sich sowas in den islamischen Schriften befindet, wo Mohammed sagt, geh und still ihn, und die Frau sagt, aber der ist ein erwachsener Mann, wie soll ich ihn denn stillen? Sie hat nämlich richtig reagiert. Die hat gesagt, wie kann ich ihn denn stillen? Der ist ein erwachsener Mann. Das ist doch nicht normal. Was sagst du denn da? Ja, ich weiß, dass er ein erwachsener Mann ist. Geh und still ihn trotzdem. Ja, das ist das. Ich würde zu gerne mal sehen, ob es Muslime auf dieser Erde gibt, die sowas praktizieren. Bestimmt gibt es die. Bestimmt gibt es Muslime, die sowas praktizieren. Aber natürlich gibt es 90% der Muslime, die sagen, was ist das denn für ein Haufen Dreck? Wer gibt denn... Ich würde doch niemals die Brüste meiner Frau, die ich liebe, einem anderen Mann zum Nuckeln geben. Alter, heftig. Guckt euch diese Absurdität an von Mohammed, was er hier, also was ihm zugeschrieben wird. Also ich glaube ja nicht mal an diesen Haufen Müll, aber das sind ja die Quellen von den Muslimen. Guck mal hier. Sahih al-Bukhari 691. In der Buchreferenz Buch 10, Hadith 8,6. Und wie heißt es? The Prophet said, isn't he who raises his head before the Imam afraid that Allah may transform his head into that of a donkey or his figured face into that of a donkey? Also haben die Muslime keine Angst, bevor dem Imam ihren Kopf zu erheben, dass Allah ihren Kopf in einen Esel verwandelt? Ist das krank? Ey Leute, das kann nicht wahr sein, was sich dort für ein Zeugs befindet. Das heißt, 1,6 Milliarden Menschen haben alle richtig gebetet und niemand ist vor dem Imam mit seinem Kopf hochgekommen. Moment, ich glaube doch, da ist jemand. Es gibt doch jemanden, der das gemacht hat. Das ist so einer. Ich glaube, der ist vor dem Imam mit seinem Kopf nach oben gekommen. Ist das nicht köstlich? Alter, heftig, ey. Ich sag doch, die ganzen islamischen Schriften sind wie Märchen aus Tausend und einer Nacht und die Muslime glauben daran. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Das kannst du dir nicht mehr ernst nehmen, Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim aus dem 6. Jahrhundert. Die 400 Jahre nach Mohammed geschrieben wurden, das ist alles eine Lüge. Ihr Muslime, ihr schwebt in größter Gefahr, wenn ihr mit dieser Religion in den Tod geht. Ihr werdet zur Hölle fahren, wenn ihr mit diesem Religion, hier, Sahih Bukhari, an sowas glaubt. Sahih Bukhari, werdet ihr in der Hölle schmoren. Ob dir meine Worte gefallen oder nicht, ich sage die Wahrheit. Denn aus Liebe zu dir sage ich dir die Wahrheit. Auch wenn sie dir gerade nicht schmeckt.
Ohne den Herrn Jesus Christus werdet ihr alle zur Hölle fahren. Ob ihr wollt oder nicht, ihr werdet alle nacheinander vor dem Herrn Jesus Christus gebracht. Und wenn ihr nicht das Blut zur Vergebung eurer Schuld habt. Ne, ihr seht ja, guckt mal hier. Aus dem 400 Jahre später, und daran glauben die Muslime. Das basiert ja auf Mundpropaganda. Der hat es von dem gehört, von dem und dem, und der hat gesagt, dass der Mohammed sowas gesagt hat. Völliger Blödsinn. Völliger Quatsch. Völliger Quatsch. Ihr müsst aufwachen. Keiner kann Sahih Bukhari und Sahih Muslim ernst nehmen. Es gibt Muslime, die sagen, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere kein Bukhari und Muslim. Ja, die machen sich selbst zu irgendwelchen, weiß ich nicht, was für Muslime das dann sind, aber die schämen sich dann für diese Quellen, ja. Ich würde mich ausschämen, wenn da steht, dass der Kopf in einen Esel transformiert wird, versteht? Oh Mann, ja, und so sah das Ganze dann aus. Ja. Und da der ABK und du, lieber Alim, aka Mois, aka Friendlich, aka was weiß ich, was du da bist, Musik macht, ihr wisst doch, dass Musik haram ist. Guck mal hier, wo finden wir diesen Hadith? Sahih al-Bukhari, guck mal hier, Sahih al-Bukhari, 5590 in der Buchreferenz, Buch 74, Hadith 16. Und hier heißt es, guck mal hier, narrated Abu Amir, or Abu Malik al-Ash'ari, that he heard the Prophet saying, from among my followers, also von den Leuten, von meinen Leuten, there will be some people who will consider illegal sexual intercourse, also sie werden so illegale sexuelle Handlungen erlauben, die they wearing silk, weiß ich nicht, was es ist, also keine Ahnung, also sie werden irgendwas tragen. The drinking of alcohol drinks and use the musical instrument. Also sie werden dann alkoholische Getränke erlauben und was? Musikalische Instrumente. Guck mal hier. Da. Musical instruments. Das ist es. Also es gibt so Leute von seinem Stamm oder was, oder diejenigen, die sich halt zum Islam bekennen, so wie ihr, dass es dann diese Leute gibt, diese ganzen Rapper und sowas, dass die halt Musik machen, obwohl das verboten ist. Ja? Und guck dir das mal an. Ihr habt euch ja selbst aus dem Islam rauskatapultiert. Pass mal auf. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn auf einmal so Saudi-Leute, guck mal hier. Guckt euch die an. Die zerbomben einfach irgendwelche Musikgitarren. Guckt euch das mal an. Guck mal. Immer so Keyboard hauen die kaputt und seht ihr, guck mal. Die schlagen einfach Musikinstrumente kurz und klein. Könnt ihr euch das vorstellen? Die haben nichts Besseres zu tun als Gitarren kaputt zu machen, Keyboards kaputt zu machen, das ist ihre Religion. Die nehmen Mohammed ernst, wenn er so sagt, dass Musik haram ist und diese ganze Zeug. Guck dir das an, das sind Saudis. Das ist ihre Religion und die werden solche Leute, wenn die eines Tages hier die Oberhand haben, werden die so ABKs und Mois und diese ganzen Leute, die sich zum Islam bekennen und rappen, werden die zur Strecke bringen. Die werden euch die Köpfe abtrennen. So ganz einfach. Ihr seid religiöse Heuchler, seid ihr. So sieht's aus. Religiöse Heuchler, die Mohammed platt gemacht hat. Guck mal hier, was die da machen. Guckt euch das mal an. Wenn diese Leute hier Fuß fassen, seid ihr alle dran, ihr ganzen muslimischen Rapper da, was ihr da seid. Ihr seid dran, wenn diese Leute hier nach vorne kommen, diese Salafis. Die nehmen die Sunna ihres Propheten ernst. Aus dem 6. bis 8. Jahrhundert, was da geschrieben worden ist in Bukhari und Muslim und Co. Guckt euch das an. Die zerschlagen und zerbomben einfach Musikinstrumente. Allahu Akbar, guck mal. Habt ihr eine krankhaftere, hasserfülltere Sekte als den Islam gesehen? Guck mal. Wie viel Hass müssen diese Leute haben? Guck mal. Guck mal, was der macht. Und die anderen schreien Allahu Akbar. Ja.
Ja, Laura, ich meine, das machst du wundervoll. Und die Musik noch so. Nicht ganz richtig. Aber da seht ihr, dass es Leute gibt, die die Sunna ernst nehmen aus dem 8. Jahrhundert, was Bukhari da aufgeschrieben hat. Ja, so sieht es dann aus. Dann werden die halt die ganzen Musikinstrumente kaputt machen. Ja. Wir kommen jetzt zum besten Teil von der ganzen, von dem ganzen Livestream. Es fand vor kurzem eine Debatte statt. Es verlassen links und rechts, verlassen Muslime alle den Islam gerade, weil die gesehen haben, dass das der letzte Haufen Müll ist. Alles, was sich in den islamischen Schriften befindet, ist, das ist der Wahnsinn. Ich sag euch, würden die ganzen Muslime, die sich zum Islam bekennen, Arabisch sprechen und lesen können, würden die heute den Islam verlassen. Die, die drinnen bleiben, sind einfach ignorante Leute, die nicht wahrhaben wollen, dass der Islam, also dass sich in den islamischen Schriften nur Lügen und Quatsch befindet. So, und da hat vor kurzem, ungefähr vor 3 Monaten, hat ein Muslim, ein Student, glaube ich, war das, der lebt in Amerika, aber der kannte sich gut aus, der konnte Arabisch sprechen und lesen. Da hat er bei Christian Prince angerufen, in einer seiner Live-Shows. Da hat er versucht zu sagen, dass er ein Lügner ist und wo steht denn sowas? Und dann ging es los und der Christian Prince hat dem alles gezeigt. Ich habe die 3 besten Stellen rausgeschnitten und werde das Ganze jetzt kommentieren und mit euch durchgehen, wo das Ganze sich befindet. Und der Herr Christian Prince wird uns das 1:1 zeigen. Hiernach, das ist ein epischer Livestream. Wir drei, mit eurer Reichweite, wir werden den Islam komplett widerlegen und ruinieren. Der Christian Prince zeigt 3 Sachen, die sich im Koran und in der Sunna befinden, die kein Muslim so akzeptieren kann. Es sei denn, der ist völlig wahnsinnig und will das einfach nicht wahrhaben. Aber die, die Verstand haben und ein offenes Herz haben, die werden den Islam nach diesem Livestream verlassen. So wie dieser Junge, der dort angerufen hat, hat den Islam danach verlassen und hat den Herrn Jesus Christus angenommen. Weil er gesehen hat, dass der Islam der allerletzte Haufen Müll ist. Er hat es, mit seinen eigenen Augen hat er das gelesen. Es ist ja nicht so, dass, es ist, dass jemand das einfach so sagt. In den islamischen Quellen befindet sich wirklich sehr viel unsinniges Zeug. Und das wurde als authentisch eingestuft. Das kannst du nicht mit deiner Ethik und Moral vereinbaren. Glaubt es mir, pass mal auf, was jetzt abgeht. Verse in front of us, chapter 33, verse number 50. Yeah. Can you speak up? Es geht um die Sure 33, Vers 50. Und er sagt zu ihm, du sprichst Arabisch, komm, wir gucken uns das beide zusammen an. Arabic very well. It says, any believing woman, she offer herself to the prophet, yes, thank you. What this had to do with God? Also jede Frau, die sich dem Propheten zum Sex anbietet, also die kann sich zum Sex für ihn anbieten. Was hat das mit Gott zu tun, fragt der Christian Prince ihn. Why God in the 7 galaxies behind the 7 rivers and the 7 seas, he is worrying, he go to his office and he writes saying, any woman she want to give herself to the prophet, so the prophet he can have sex with her. Also ihr müsst euch mal vorstellen, der Allah in den 7 Galaxien, der schreibt dann so diese Verse dann auf und sagt, ja, jede Frau, die sich meinem Propheten für Sex anbietet, das ist ihm erlaubt, das ist halal, das ist okay. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Mohammed, die Figur Mohammed, das Ganze erfunden hat, um seinen Gelüsten nachzugehen? Das wird er auch gleich beweisen, pass mal auf. What does that have to do with God? You just say to me, if Mohammed is a scam, what is the benefit? What does that have to do with God? What does that have to do with Islam? Okay, Islam is about worshiping one God, praying to God, blah, 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 blah. Okay, but what does that have to do with God? But any woman, she can give herself to the prophet. Genau, was hat das zu tun mit Gott, dieser Vers? Jede Frau, die sich dem Propheten für Sex anbietet, ist ihm erlaubt. Das ist ja krank, ist das. Jeder normal denkende Mensch würde sagen, ey, der Mohammed erfindet gerade diese ganzen Verse, um seinen Gelüsten nachzugehen. Der Koran ist Menschenhand geschrieben, von menschlichen Gelüsten her. Guckt euch das an. What that will do exactly to Allah? Yeah, but because there is like what? Jetzt versucht er das zu erklären, der Arme. Weißt, jetzt pass auf, was er sagt. Waqt al-Nuzul. The reason why this verse came down. Ja, es gibt also in den islamischen Schriften gibt es natürlich so Bücher, die zeigen, warum dieser Vers herabgesandt wurde. Dieses Asbab al-Nuzul.
So, warum die Herabsendung dieses Verses war. So, und ja, dann fragt der Christian Prinz, ja, was ist denn die Herabsendung von diesem Vers, Sure 33, Vers 50? There are reasons for these verses that they came down. There are certain events that Okay, tell happened. me the reason. You see, you are trying to use the logic. God saying to Muhammad, any woman she want to offer herself, and this is a privilege only to thee. Also, jede Frau, die sich dem Propheten anbietet, und das ist nur ein Privileg, das du genießen darf, Mohammed. Guck dir das an, der macht einfach die Verse für sich selber. Okay. Geht und schlagt auf, Sure 33, Vers 50. Ihr werdet sehen, dass der Islam eine Lüge ist. Das ist eine Lüge, guck mal. What that have to do with Islam and Allah? Women coming in the door of Muhammad? Muhammad, take me to your bed. What this have to do with God? As I said, like there are My reasons. friend, tell me the reasons. What this have to do with God? Ja, genau, sag uns doch mal den Grund. Warum? Was hat das denn mit Gott zu tun? Was ist das bitte? I'm asking you about the reason. I'm not ignoring the reason. I want the reason. Muhammad is a prophet. He have But already okay, if Islam. you know the reason, okay. But I don't know the reason by heart. Another reason, it's a fraud, as you said from the Aha. beginning. You Da sagt er, ich weiß den Grund nicht. Da sagt der Christian Prinz, du hast doch gerade eben schon den Grund gesagt, dass das alles ein Betrug ist. Guck mal hier. say, how you say that Muhammad, I want to go, you said to me, I want to go with your logic. You said that Muhammad is a scam. So what is the reason? He's getting benefit. You see? Also er hat einen Nutzen daraus. Mohammed zieht ja einen Nutzen aus diesen Versen. Guckt euch das mal an. All cult leaders, they share two things. They want to take your money and they want to sleep with your wife. Also alle solche Führer wollen mit deiner Frau schlafen und dein Geld abzocken. Guck mal hier. Let me ask you, is it true that in the interpretation of the Muslim books, and you are a Muslim and you speak Arabic, which is wonderful, it says that if the Prophet, he want his eyes fall into a woman, her husband must divorce her so he can have her? Er fragt ihn gerade, steht in den islamischen Schriften nicht geschrieben, dass wenn der Mohammed eine Frau anguckt und die verheiratet ist, so muss der Mann sich von der Frau scheiden lassen, damit Mohammed sie punkten kann. Guckt euch das an. I'm not sure. No, I'm Guck mal, not der sure about that Arme. one. I don't know. I haven't read that one anywhere. Genau, meint er, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwo steht. Die 99% der Muslime wissen das gar nicht. Wenn die das wüssten, würden die alle heute den Islam verlassen. Heute noch. Würden sagen, das ist der allerletzte Haufen Müll. Der Koran ist ein erfundenes Buch. Guckt mal hier. Okay, I'm not let sure me find it for you. I'm taking Es advantage ist of having wichtig, you dass ihr as euch a das person. aufschreibt. Und für die sowieso, für die Leute, die halt immer die Videos schneiden, für die wichtigsten Punkte. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Ich bitte euch, schneidet das raus für die ganzen Leute und zeigt denen das. Guckt mal hier. Speak Arabic, Und er because if spricht I say Arabisch, das that ist to doch das somebody who doesn't Genialste speak von Arabic, allen. we will have a problem. Is this is? I think you know the website very well. Guck mal hier. Quran. Jetzt zeigt er ihm die Webseite, also eine akkurate, authentische Webseite, die von allen Muslimen, sunnitischen Muslimen anerkannt wird. Pass mal auf. KSU, KSU. .edu, SA, Saudi Arabia. I think you are familiar with the website, right? Yeah, I know this website is Oh. it's the most trusted one when you want to look for tafsir. That's one. Perfekt. Also der Typ hat genau verstanden, dieser Muslim hat gesagt, ja, wenn du, das ist die authentischste Seite, wenn du für Tafsile suchst. Also er weiß, dass es eine sehr gute Seite ist und der man hundertprozentig vertrauen kann. Guck mal hier. Therefore, okay. And this is tafsir al-Qurtubi. Tafsir al-Qurtubi, schreibt euch Just das go auf. on. And as long as you speak Arabic, that's really wonderful. You will find this. Passt mal auf. Es ist eine erfundene Lügenreligion. Guckt euch das mal an. Und 1,6 Milliarden Menschen glauben an privilege diesen of the prophet. Blödsinn. You are counting the privilege of the prophet. Jetzt seht ihr die Privilegien, die Mohammed allein genießen darf. Pass mal auf. Guck mal hier. Jeder würde mit mir sagen, ey, der erfindet gerade die Verse, um seinen Gelüsten But nachzugehen. number one is the best of the booty. Does it say that or I'm lying? Safiyul Yeah. Manna. Okay, the best of the Ja. booty. Number two. Also ihm steht die beste Beute zu. Nummer zwei. Al-istibdadu bi khumsi al-khumsi aw al-khums. He will have all-inclusive. The fifth of the booty. Is that correct? Yeah, that's correct. Yeah, That's yeah. correct. Thank Guck you. mal, der kann es lesen und gibt es Then they zu. continue and then they say Arabia. الزيادة على أربع نسوة
to increase more than four wives, correct? Mm-hmm. Also im Koran steht ja in Sura 4, Vers 3, euch sind erlaubt, vier Frauen zu heiraten. Mohammed darf mehr als vier Frauen heiraten und das ist nur ihm erlaubt. Seht ihr? Das ist, er erfindet einfach. Irgendjemand hat den Koran erfunden. Glaubt es mir, das ist so krass und man hört das die ganze Zeit raus. Passt auf. Which means you do not need to get married. The woman, she said, take me, she's his. Nummer drei, wenn eine Frau sich ihm anbietet, dann braucht er sie nicht zu heiraten, er kann sie direkt pumpen. Alles dreht sich um Sex. Okay. Number six, to have sex with a woman without her the permission of her parents. Nummer sechs, er darf mit einer Frau schlafen, ohne die Erlaubnis der Eltern zu nehmen. Könnt ihr euch vorstellen, guck mal. Ja, Nikah bi ghayri wali. Thank you. Mr. Professional. Aha, guck mal, wie er... Then number seven. And Nikah bi ghayri sita. Without paying. He do sleep with women without paying them. Number eight. Er kann mit Frauen schlafen, ohne sie dafür zu bezahlen. Und der Muslim, der ihn gerade anruft, dort in dieser Live-Show, er kann das eins zu eins lesen und er gibt es zu und sagt, ja, steht wirklich da. Er konnte seinen Augen kaum glauben, was er dort liest. Und es ist Tafsir al-Qurtubi. Die Muslime vertrauen Qurtubi. Das ist einer der höchsten Imame bei denen. Höchste Ulama. He can have sex even when he's around the Kaaba. Mohammed kann sogar Sex haben, während der Hajj-Pilgerfahrt macht, wenn er die Kaaba umrundet. Number 9. Das ist der Lüge der Funde Religion. And his oath in the front of his wives and he is not going to be like it's okay for him to take a false oath for his wife. Er darf seinen Frauen falsche Versprechungen machen. Er braucht keine Versprechungen zu halten. Number 10, and I want you please to translate. Achtung, jetzt wird es sehr, sehr interessant. Al-Ashir, ida waqa'a basarahu ala imra'a wajaba ala zawjiha talaquha wa halla lahu nikahuha. Translate, please. Hör zu. Yeah, if he puts his eyes on a woman, her husband has to divorce her and he can marry her, take her. Okay, look. Guck mal, der ist ja gerade am Ende der Tür. What is the authenticity? Das ist eure Bücher, sagt er. Yeah, I know. Guck mal, der Arme, der versucht den letzten Haufen Dreck noch zu erklären. This is not the Christian friends, this is not me and you, this is not the Mikathir. We are talking about big men. So, listen. Did your prophet, he did practice that. This is about what? This is about... Stellt euch mal vor, wenn beispielsweise, nehmen wir mal jetzt einen Bushido, Bushido, der, wenn er so islamische Begriffe erwähnt, das sich so anhört, als würde Hans-Peter irgendwo Currywurst Pommes kaufen. Nehmen wir mal den. Denkst du, er ist ja Muslim, er müsste ja quasi, wenn Mohammed, wenn er zum Beispiel mit seiner Frau in Berlin rumlaufen würde, und beispielsweise Mohammed würde leben und er würde seine Frau sehen und würde sagen, ey, Bushido, du hast dich von deiner Frau scheiden zu lassen, damit ich sie pumpen kann. Er müsste seine Frau auf der Stelle geben. Jeder Muslim müsste das machen, selbst die Biophoren und diese ganze Banden. Alle Muslime dieser Welt müssten sich auf der Stelle von ihren Frauen scheiden lassen, damit Mohammed sich sexuell penetrieren kann. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Ist das krank? Ist das heftig? Meine Frau, die ich liebe, muss ich Mohammed zum sexuellen Akt hergeben? Welcher Muslim würde das auf dieser Erde machen? Ey Leute, das ist ohne Spaß. Ihr müsst mal aufwachen langsam. Merkt ihr denn nicht, dass das eine erfundene Religion ist? Alles dreht sich um Sex. Wir müssen uns scheiden lassen, damit Mohammed mit unseren Frauen schläft. Ich würde das, glaub mir, die Muslime, wenn Mohammed zu den Muslimen kommen würde und sagen würde, hier, lass dich mal scheiden, damit ich deine Frau nehmen kann. Die Muslime würden den Knochen brechen und töten würden die den. Das würde mich mal interessieren, wenn er zum Beispiel bei der arabischen Großfamilie, bei so einem Clanchef das machen würde. Dieser Clanchef würde Mohammed... Zerstückeln würde der den. Was, du willst meine Frau mit ihr schlafen, die ich liebe? Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Und da
das sind die 16 Privilegien, die Mohammed allein genießt. Und die Geschichte finden wir in Sure 33, Vers 37, als sich Said von seiner Frau Zeynep scheiden ließ, weil Mohammed sie begehrt hat. Pass mal auf, guck mal hier. But the Zayd and Zeynep, his eyes fall into Zeynep and he forced him to divorce her. That's what the guy is saying. He likes Zeynep. The guy, he came to him, okay, take her father. Zayd is the adoptive son of Muhammad. Ja, Said war ja der Adoptivsohn von Muhammad. Und er hat ihm seine Frau ausgespannt. Guck mal hier. So, look at this. You said to me, what is the benefit? Okay, what he is doing this. So he take the first, the fifth of every attack, which means if the Muslims attacked a Christian village or a Jewish village, the fifth... Yeah, he takes the fifth of the booty. Thank you. Not only that, the best of the booty. Not only he will take the top. Safiyul Maghani. Also beispielsweise, wenn Muslime so Dörfer angreifen der damaligen Zeit und sie Kriegsbeute gemacht haben, so bekommt Mohammed immer das Beste vom Besten. Die schönsten Frauen, die größten Goldreserven und alles Mögliche. Alles gehört ihm. Guck mal, was der da macht. Und dann sagt er zu ihm, du siehst doch, dass Mohammed das alles zu seinen Vorteilen ausnutzt. Guckt euch das bitte an. Das ist das wichtigste Video von meinen ganzen 800 Videos, die ich gemacht habe. Das ist der wichtigste Teil, um euch das zu zeigen aus den arabischen Quellen. Uns bleibt das ja verborgen, uns 99% der Muslime. 1% spricht Arabisch und kann das lesen. Das ist das. Like the biggest TV, the biggest car. Right? So what are you telling me? Obviously, he's a gang leader. And now, not only that, I mean, why a prophet of God? He see with my respect to your family, Mr. Muhammad, I'm not trying to insult, or let us say me, so you don't be offended. Let us say I'm a Muslim and I'm married, and my wife, she walk in front of the prophet, and then the prophet, he saw my wife, and now I have to divorce her so he can sleep with her. Ja, da sagt er ihm das Beispiel. Stell dir mal vor, ich laufe mit meiner Frau durch die Straße, auf einmal Mohammed sieht meine Frau und will sie auf einmal haben und ich muss mich sofort von ihr scheiden lassen. Mit allem Respekt, ist das normal? Der Typ, Mohammed hat doch 500 Frauen Sexsklavinnen, er hat 13 reguläre Frauen und will noch meine Frau auch noch haben? Guckt euch das bitte an! Alter, habe ich nicht gesagt, mit dem Islam stimmt was nicht? Ihr ganzen Konvertiten, die euch für diese Chala entschieden habt, das ist ja Müll. Jemand hat das erfunden. Jemand hat das erfunden. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass das normal ist. Kein Mensch würde sich scheiden lassen, damit Mohammed mit seiner Frau schläft. Be honest with me, is that right to do? Yeah, that's... Guck, der Arme. Like me. Guck mal, der Arme, der kriegt keine Luft mehr. Weil er weiß, er liest das ja gerade 1:1. I wouldn't do that. I wouldn't do that. But what guarantees you that that might happen, you know? Because at the end, if you look at it, he's a prophet. What about? Der Arme, der versucht das sogar noch zu rechtfertigen. Er versucht gerade, Finsternis zu Licht zu erklären. Jesaja 5:20. Wehe euch, die ihr Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklärt. Und er versucht das gerade, seinen Propheten zu beschützen, irgendwas. Ja, wer garantiert uns, dass das auch so passiert ist? Und ja, aber er ist doch noch der Prophet und sowas. Guck mal, was Christian Prince direkt sagt. Okay, see, here we go. So God has to keep him away from, you know, maybe getting seduced by other... Also Gott sollte ihn, also er sagt dann so, Gott sollte ihn dann fernhalten von irgendwelchen, was heißt das, nicht Sünden, sondern Übertretungen oder so Gelüsten oder was. Aber dann guck mal, was der Christian Prince direkt sagt. There are people or stuff like this. Der verführt doch alle. He wanna have her. I mean, the guy is pretty mad. He has 13 wives. Gott, also der sagt, ja, vielleicht wollte Gott ihn weghalten von Verführungen. Dann sagt er, der verführt doch alle. Er hat doch schon 13 Frauen, reguläre Frauen und unzählige Sexsklavinnen. Was will er denn noch mit meiner Frau? So why he wanna have a married woman? Ganz genau, warum will er noch verheiratete Frauen haben? It's not like a single guy, he cannot find a woman to marry him. Mohammed ist doch kein Single, der irgendwie keine Frau finden kann. Er hat doch schon Millionen von Frauen Sex-Harem dort.
Warum will der noch die Frauen von den Muslimen ja, nehmen? How in the world a woman she is married, she have a husband. Just because your eyes fall into her, you force the husband to divorce her so you can have her immediately. إذا وقع بصره على امرأة وجب you know what وجب means, right? Auf der Stelle it's muss sie scheiden lassen. It's a must for a husband to divorce her. Jeder Muslim, wenn er in der Zeit von Mohammed gelebt hätte und Mohammed hätte eure Frauen gesehen, ihr müsstet euch auf der Stelle scheiden lassen, damit Mohammed sie pumpen kann. Könnt ihr euch vorstellen? Alles erfunden. Der Koran ist nicht von Gott, das ist von jemandem geschrieben worden, der seinen Gelüsten nachgeht. Guckt euch das mal an. Und das ist bewiesen aus den islamischen Schriften, nicht von Islam, was er sagt. If somebody tried to do that to you, with my respect, your family, are you going to let him do that to you? Würdest du das mit deiner Frau machen lassen? To be honest, no. Aha, um ehrlich zu sein, nein. Guck mal, der Muslim, ein Muslim, der würde nicht die Sunna seines Propheten praktizieren. Er würde den Propheten nicht seine Frau geben. Und 99% würden auch niemals ihre Frauen rausrücken. Sie lieben ihre Frauen. Muslime lieben ja ihre Frauen. Sie würden ja töten für Familie. Beispielsweise auch, wenn hier der Mois mit, wie nennt er den immer, Machetto Elsen, mit Manuelsen auch. Habt ihr gesehen, dass jemand nur schlecht über seine Frau hat geredet, hat die dieser Animus, oder wie der Typ heißt. Da hat er schlecht über seine Frau geredet, ist er hingegangen, hat den ein paar Ohrschellen verpasst. Ja, stell dir mal vor, der muss sich scheiden lassen von seiner Frau. Guckt euch das mal an. Kein Muslim würde das übers Herz bringen. Jeder Muslim liebt doch seine Frau, mit der er auch Kinder hat und alles. Und da muss der arme Muslim sich scheiden lassen, damit Mohammed mit ihr schlafen kann. Das ist das Vorbild, was wir folgen. Ihr tickt nicht ganz richtig. Glaubt es mir, ihr tickt alle nicht richtig. Unfassbar, ich könnte explodieren über diese ganzen Sachen. Warum zeigt uns das denn niemand? So how you accept Muhammad doing that to you, to whatever people? This is first not just. Secondly, Muhammad, he proved that he had no ethic. Number three, Muhammad, obviously, he had a benefit, money and sex. Ja, er hat einen Nutzen daraus. Geld und Sex. He's not serving God, he's serving himself. Ja. Er dient nicht Gott, er dient sich selber. Guckt euch das mal an. He made verses. Look what Aisha she said. You know what Aisha she Pass said auf, jetzt das Wichtigste. Verses? She said, "Inni ara rabbuka yusaru ila hawaka ya Muhammad." Ja, yusaru fi hawaka. I see your God is doing whatever. Seht ihr, dieser Muslim, der kennt sich aus in den islamischen Schriften. Es gibt ein Hadith, wo Aisha ganz genau diese ganze Katastrophe schildert und sagt, ey, Mohammed, mir kommt das so vor, als würde dein Gott sich beeilen, deinen Gelüsten zu erfüllen. Jedes Mal, wenn du irgendwas haben willst, ist Gott sofort bereit und gewährt dir das. Wenn du mit Frauen schlafen willst, wenn du dies machen willst, das machen willst, sofort ist dein Gott da und gibt dir das. Das kann nicht normal sein. Sie hat genau verstanden, dass Mohammed diese ganzen Verse und Aussprüche eines Mal erfunden hat. Guckt euch das mal an. He came to please you. Alright. So why Allah is Allah serving Muhammad sexual desire? Why? What does have to do with God? Also Allah, der allmächtige Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, geht den sexuellen Gelüsten seines Propheten nach. Guckt euch das mal an. Erfunden. Das ist eine Lüge. Wir knacken den Islam immer wieder. Der Islam ist die größte Lüge der Welt und ihr schwebt alle in Gefahr, wenn ihr mit dieser Religion in den Tod geht. Ich mag der letzte Haufen Müll sein, aber wenn mir jemand Mohammed als das moralische Beispiel verkaufen will, dann flippe ich aus. Guckt euch das bitte an. Das kann doch nicht normal sein. Leute, sehe ich das nur oder... ihr müsst mal euer Herz öffnen für diese Sache, die ich hier mache. Das kann doch nicht normal sein. Echt... Like you can tell, you know, she felt jealous. Okay, no problem. But my friend, is it right that there's God? Guck hier. It seems to me that your Lord hastens to satisfy your desire. Das ist dann Sure 33, Vers 51. Darauf geht dann Aisha ein. Und sie sagt, es kommt mir so vor, als würde dein Herr sich beeilen, deine Triebe zu erfüllen. Guckt euch bitte das an. Und es befindet sich ja auch Kitab al-Nikah, Buch von Sahih Muslim. Guck. 1:1 aus den Quellen. Also wir erzählen ja nichts von uns selber, sondern wir prüfen das. Guck bitte. The guy, he have already many wives, he have many sex slaves, he receive many women as gift, even from rulers.
additional to the women, he kidnapped them from their husbands. So what this is about, Aisha, she is saying clearly. Now she's trying to put an excuse why she did that. I felt jealous. But the fact, she did not feel jealous. She noticed that his God, this guy, he wished to have this woman. Here we go, a verse come. This guy, he want to have a verse come. Which means Muhammad, he subjugated God to his sexual desire. Also jedes Mal, wenn Muhammad irgendwas haben will, kommt sofort Verse, Verse, Verse. Alles zu seinem Vorteil. Das ist unfassbar. Würde man dann nicht stutzig werden und sagen, ey, der Typ, der findet ja alles. That religion have an ethic will teach you to have sex with your daughter? Kommen wir zur nächsten Sache. Der Christian Prince fragt ihn, gibt es eine Religion, die dir erlaubt, mit deiner Tochter zu schlafen? Schneidet die Sachen, die ich hier alles zeige, damit die wichtigsten Sachen verteilt werden in ganz Deutschland. Es ist so sau wichtig, dass ihr das den Muslimen zeigt. Im Koran ist erlaubt, Inzest zu praktizieren. Die dürfen mit ihren Töchtern schlafen. Ich hatte sehr oft Gespräche mit Muslimen, weil die erkennen mich ja überall wegen ABK und sowas. Und dann zeige ich denen das aus den islamischen Schriften und die sind empört. Die wollen es nicht wahrhaben. Es befindet sich im Koran drin, Sure 25, Vers 54. Erlaubte Inzest. Wenn du mit, pass mal auf, es gibt Millionen von Muslime, die außerhalb der Ehe ein Kind mit einer Frau gezeugt haben. Dieses Kind ist laut Allah nicht euer Kind, sondern aus einer Unzucht entstanden. Es ist nicht euer Fleisch und Blut im islamischen Recht. Alles muss durch eine Heirat entstehen. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Quatsch das ist? Der Muslim hat Berechtigung, mit seiner Tochter und mit seiner Frau zu schlafen. Glaubt ihr mir nicht? Passt auf. Heute werden wir den Islam widerlegen durch eure Reichweite. That's just disgusting, but... Did you hear Muslims saying, how the Bible says that Lot is... Es gibt ja Muslime, die dann mit diesem dämlichen Argument um die Ecke kommen. Ja, was ist denn mit Lot? Der hat doch mit seinen Töchtern geschlafen. Als hätte Gott befohlen, dass Lot mit seinen Töchtern schlief. Das ist eine Geschichte, die erzählt worden ist, außerhalb von Gottes Befehl. Ja? Aber im Koran sehen wir das. Allah sagt, ihr könnt mit eurer Tochter und mit der Mutter schlafen. Guckt euch bitte an. They put his daughters in the Bible. Have you ever heard this accusation by Muslims? Yeah. They always tell. Ja, selbst dieser Muslim hat auch von diesen ganzen Argumenten immer gehört. Ja, die sagen öfters mit dieser, was ist mit Lot und Lot? Weil die wissen, dass sich dieser Inzestkram im Koran befindet. Guck mal. Ja, das ist eine Geschichte, die erzählt worden ist, aber Gott hat doch nicht befohlen, mit seinen Töchtern zu schlafen. The Bible reporting a story. Ja. And here you see the hypocrisy. Und hier fängt die Heuchelei an. If I show you right now, and you speak Arabic, and I'm God taking advantage Dank. Of having you actually as my guest. Yeah. Okay. That you can. Gott sei Dank spricht dieserjenige Arabisch und verteilt das an, drängt auch Pierre Vogel und diese ganzen Leute in die Ecke und zeigt ihnen das. Sure 25, Vers 54. Erlaubte Inzest, guck mal. Have sex with your daughter, if she is a daughter from adultery. Are you going to leave Islam? Also, wenn ich dir zeige, dass Inzest im Koran erlaubt ist und du kannst mit deiner Tochter schlafen, würdest du den Islam verlassen? Guck mal. Guck mal, der Arme, der kriegt keine Luft, ey. Well, look, I've always had this problem because like they say that, okay, if Muhammad, I always ask them, if Muhammad can do these things, then why didn't God permit it to Jesus, Abraham and all these other prophets. Why it's only him? Ja, so I really had this problem, but I don't, if you can prove it. Ja, wir sehen nur, dass Gott ihm diese ganzen Privilegien gegeben hat. So, er hat ja Allah erfunden, der Mohammed. Ja, und wir sehen ja eindeutig, dass Allah bereit ist, irgendwie den sexuellen Gelüsten von Mohammed nachzugehen. Es ist Wahnsinn, ohne Spaß, Leute. Keiner von uns kann das akzeptieren. Niemand. Then show me. Oh. Show me that. I want to see it. But I want to see it from an authentic source. Because like there's no way you can marry you. I've never seen anyone do that who's a Muslim. Der Arme, der Mann, dann sagt jetzt zu Christian Prince, sagt er, ja, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der sowas praktiziert. Zeig mir das mal. Ist das wirklich dort zu finden? Guck mal hier.
Oh no, they will count for you many names actually in the reference. There's many names. If we go to chapter 25 or not. Oh, before you on screen, give me a second. I'm just trying to open the same website we opened before. As long as you are familiar with it. Look like. All right. I will do it for you. All right. This is, we go here to chapter. Jetzt geht ihr zu dem Vers. Sure 25, schreibt euch das auf. Sure 25, Vers 54. Die sind wieder auf dieser Internetseite. This is the website, I agree, and you know it, it's very authentic, correct? The same one. Yeah. All right. This is Tafsir al-Qurtubi. You can see Tafsir al-Qurtubi. Yeah, I can see. Okay, Tafsir al-Qurtubi. Let us read together. Jetzt lesen wir das gemeinsam. Because some Muslims, they say that I'm lying about translation. Ja, es gibt ja Muslime, die sagen, oh, guck mal, der Christian Prince, der lügt. Aber dann zeigt er das dem Muslim, der soll das lesen. Guck mal. قول الله تعالى نسب وصغر النسب وصغر معنيان يعنيان كل قربة تترك لك قال ابن العربي النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا ولذلك لم يدخل تحت قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم بنته من الزنا لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين وإذا لم يكن نسبا شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنا بنت أو بنت أم ولا أم بنت وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام. Translation. Hier, ich übersetze das. Er hat das nämlich auch in seinem Buch komplett übersetzt. Und sagt mir nicht, dass das eine Lüge ist. Dieser Moslem, der liest das gleich selber und kann kaum seinen Augen glauben, dass das dort drin steht. Er kriegt keine Luft. Er sagt, ach du Heilige. Pass mal auf. Wir lesen das im Tafsir von Al-Qurtubi, Band 13, Seite 58. In Bezug auf Allahs Aussage, und er, Allah, ist es, der aus Wasser, Sperma, den Menschen erschafft und ihm nur durch Heirat die Abstammung durch Blutsverwandtschaft gibt, sagte Ibn al-Arabi, Muslime kennen ja den Namen, eine Riesennummer, Ibn al-Arabi, Abstammung ist ein Ausdruck, der sich auf die Vereinigung der Flüssigkeiten von Mann und Frau aus Sicht des islamischen Rechtsgesetzes bezieht. Wenn diese Vereinigung jedoch durch Ungehorsam, Unzucht geschieht, dann wird das resultierende Kind nicht als Teil der wahren Abstammung einer Person betrachtet. Deshalb sind Töchter, die aus Unzucht geboren werden, nicht in dem Vers enthalten, in dem Allah sagt, verboten sind euch eure Mütter und eure Töchter, Sure 4,23. Denn sie sind gemäß der vertrauenswürdigsten Lehren unserer islamischen Gelehrten und den authentischen Lehren unserer Religion nicht als Töchter zu betrachten. Seht ihr diesen Haufen Müll? Seht ihr diesen Müll? Sagt mir nicht, dass ihr das nicht seht. Habt ihr wieder Scheuklappen vor den Augen, ne? Und wollt ihr das nicht wahrhaben, die Tomaten auf den Ohren, ne? Töchter zu betrachten. Sollte keine rechtlich gültige Abstammung bestehen, dann besteht keine rechtskräftige Blutverwandtschaft. Denn Ehebruch verbietet dem Mann weder Sex mit der von ihm gezeugten Tochter der Mutter, mit der er Ehebruch begangen hat, noch mit der Mutter dieser Tochter. Das ist so, weil das, was durch einen Rechtsakt verboten ist, nicht aufgrund der Sünde verboten ist. Allah hat seinen Sklaven die Abstammung und die Vereinigung im Rahmen der Ehe zum Geschenk gemacht und diese Art der Vereinigung besonders geehrt. Allah hat auch Gesetze gegeben, die uns zeigen, was erlaubt und was verboten ist. Unter diesen Gesetzen ist ebenfalls nicht alles gleich. Falschheit kann kein Teil dieser Gesetze sein. Ist das zu fassen? Der Muslim, der kann mit seiner Tochter und mit der Mutter dieser Tochter, mit dieser Frau Sex haben, weil das nicht durch eine Heirat entstanden ist? Ist das nicht die abgefahrenste Religion, von der ich je gehört habe? Das Kind wird nicht als halal betrachtet.
Das ist aus Sina entstanden und ist nicht seine Tochter. Natürlich ist das seine Tochter. Die krankhafte Sekte, guckt euch das an. Habe ich nicht gesagt, das ist Satans Sekte? Und wir beweisen das. Erlaubte Inzest. Er soll das übersetzen. Guck mal. Und er kriegt keine Luft. Okay, we'll show me Tafsir Ibn Kathir. Dann sagt er zu dem, er zeigt mir Tafsir Ibn Kathir. Er liest gerade den Dreck. Guck mal. You said to me, show me, right? I'm showing you what it says. Okay, but sometimes... No, hold on. Das Schlimmste ist beispielsweise dieser Pierre Vogel, den ich auch immer so oft erwähne. Er ist nach Saudi-Arabien gegangen, hat den Islam dort studiert, hat Arabisch gelernt, hat Arabisch gelernt zu lesen und zu schreiben und zu sprechen. Und er will mir sagen, dass er das nicht gesehen hat. Drängt ihn in die Ecke, schneidet das raus, zeigt ihm das. Ich will mal sehen, was er davon hält. Wenn der nicht heute den Islam verlässt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann ist das wirklich ein sehr gefährlicher, unmoralischer Mensch. Wahnsinn. Let's say that a person who have a daughter from adultery, he can have sex with the mother and the daughter. Yeah, from adult. Okay, but does it say too? Does it say? لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ بِنْتٌ لَهُ according to the most authentic opinion. I don't know what happened to my mouse. It's not working. Hold on. Also das ist auch die stärkste Meinung der Mehrheit der Muslime. Und Mohammed hat ja gesagt, wenn die Mehrheit etwas mit etwas einverstanden ist, so ist es richtig. Und die Mehrheit ist damit einverstanden. Krankhafte Sekte, ey. Guckt euch das bitte an. Inzest, erlaubte Inzest. Schneidet diese Teile raus, die ihr mir zuhört und diese ganzen Kanäle, die auch meine Videos auf ihren Kanälen posten. Doesn't say hochladen. That this is according to the most opinion of the scholars, Mr. Muhammad. Siehst du? I guess you can do that. All right. Siehst du, der gibt das zu, ein ehrlicher Moslem. The most accurate opinion in the religion. وفي أصح قولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين. Siehst du? What kind of religion this religion is? Es ist die stärkste Meinung der Gelehrten. Das ist Inzest erlaubt ist. Glaub mir, 99% der Muslime würden heute den Islam verlassen, wenn die das herausfinden würden. Die würden sagen, das ist das allerletzte, was ich in meinem Leben gesehen habe. Allah erlaubt mir, meine Tochter zu... Sex with your daughter. This is not Lot having sex with his daughter when he was drunk. And his daughter, they want to have kids because there's nobody around them. They were afraid that they will not have kids and they will not be surviving. This yeah, I understand. But also, if you look at the bottom, it says, اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من الزنا. They have differences in this case. But this is Islam, my friend. Islam only talks about differences. Nobody... Ja, in dieser Angelegenheit gibt es Meinungsverschiedenheiten. Aber der Christian Prince sagt dann, ja, aber es gibt überall immer Meinungsverschiedenheiten. Der Islam ist sich nie einig von irgendetwas. Guck mal hier. They agree about anything. But as you see here, say, er versucht gerade diese Katastrophe noch irgendwie zu retten, aber nein, er versperrt dann auch den Weg der Widerlegung. Guck mal. Asahul qawlayni li'ulama'ina wa asahul qawlayni fi din, the most accurate opinion. Also es ist die akkurateste Meinung. La tajtama'u ummati 'ala al-batil. Do you agree? Siehst du? Und dann musste einfach. So if the majority agree upon something according to Muhammad, it must be true. And the majority agree. Die Mehrheit ist damit einverstanden. Ja, und der muss er akzeptieren. So, the majority of Islam, according to Muhammad, is the one who we should consider. And the one we should consider is the one saying you can have sex with your daughter. As long as she is a daughter from adultery. What they are saying there, the Quran, just to make it clear, Quran forbid anyone to have sex with his daughter. But if she is daughter from marriage. Also der Koran verbietet in Surah 4,23 mit seinen Töchtern zu schlafen. Außer im Falle, wenn dieses Kind aus Unzucht entstanden ist. Da macht der Islam eine Ausnahme. Dann ist das nicht deine Tochter.
Die Muslime raffen gar nicht, was das für eine Religion ist. Das ist die abartigste Religion der Welt. Guck mal hier. If she is not daughter from marriage, is what the verse says. He can have sex with the mother and her daughter. Also er kann mit der Mutter schlafen und mit der Tochter, laut Sure 25, Vers 54. Seht ihr? Habe ich nicht gesagt, ihr Konvertiten kommt raus aus dieser Sekte? Das ist nicht eure Religion und die ganzen, die Leute, die einfach in diese Religion hineingeboren worden sind, können ja nichts dafür. Es ist eure Schuld, dass ihr nicht auf die Suche geht und versucht oder euch nicht damit auseinandersetzt. Seid doch froh, dass ich hier bin und das euch alles zeige. Dass ich mir die Zeit nehme, weil ich euch ja liebe. Ich liebe euch, ich liebe jeden Einzelnen, der mir gerade zuguckt. Deswegen möchte ich, dass ihr nicht verloren geht. Und setze mein Leben hier aufs Spiel. Es könnte mich ja meinen Kragen, meinen Kopf kosten. Denkt ihr nicht, dass ich was Besseres zu tun habe, als den Islam zu widerlegen? Ich könnte auch in Ruhe leben und ein ruhiges Leben führen, dies, das, nein. Aber dann wäre ich ein Heuchler, wenn ich euch nicht die Wahrheit sagen würde. Wenn mir die ganzen Muslime sagen, der Islam ist die Wahrheit, der Islam ist die wahre Religion. Ja, ich sehe, was für eine wahre Religion das ist. Die wahre Religion, die in die Hölle führt. Das ist die. Hundertprozentig, da bin ich mit einverstanden. Aber der wahre Weg zu Gott? Nein. Nein, der einzige Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Er ist die Tür. Er ist die Tür, wo wir hindurchgehen müssen. Egal, was wir in unserem Leben gemacht haben, der Herr Jesus Christus wird uns vergeben. Er hat Vergebung für jeden Einzelnen von uns. And there's many stories about many who did have sex with their daughter and they have sex with the mother. Or even they have sex with the sister and they marry the wife. Or even have sex with the, you know, I mean, it's all, there's tons of stories. So what do you think about this, Muhammad? Er fragt ihn, was hältst du davon, Muhammad? Yeah, guck mal, der Arme, der kann seinen Ohren gar nicht mehr glauben. Seine Augen, Ohren nicht mehr, das ist unfassbar. Guck mal. Ein ehrlicher Muslim. Yeah, that's just disgusting. Das ist ekelhaft. I mean, I definitely wouldn't do that. Siehst du, meinte er, ich würde das niemals machen. Meinte er, das ist für mich ekelhaft. Hat er gesagt. Koran, Sure 25, Vers 54. Ist ekelhaft, da hat er recht. Allah erlaubt, dass man mit seiner Tochter und mit der Mutter schlafen kann, wenn das Kind aus der Unzucht entstanden ist. MashaAllah, was für eine Religion. Dafür habt ihr euch entschieden, ihr Konvertiten, so wie Pierre Vogel und diese ganzen Konsorten. Ja, heute sagt der Pierre Vogel bestimmt, was für eine Chara habe ich da gemacht. Aber er muss es weiterhin leugnen. Ja, und dann fährt er zur Hölle. Thank you. I mean, what kind of religion? You are disagreeing about we can have sex with our daughter or not. I mean, this is crazy. Das Schlimmste ist auch, der fragt ihn so, guck mal, über was die diskutieren, dass man mit seiner Tochter schlafen oder nicht schlafen kann. Sollte man nicht darüber, sowas sollte man doch niemals zur Debatte bringen. Ja, man sollte doch niemals sowas ansprechen und darüber reden. Ist das krank oder ist das krank? I mean, this is something should not be discussed, correct? Ja, das sollte, yeah, darüber sollte man nicht sprechen. We should not debate about it, because this is, come on, this is really sick. So, the Muslim temple is saying, the story of Lot of having sex with his daughter, which is not God saying to him, this is what the daughters did. Siehst du, das ist nicht, was Gott zu Lot und seinen Töchtern sagte. I don't have, I'm not married, I don't have children, but let us say for the sake of argument, my daughter, she gave me drugs, and she did something with me when I was free. Can you judge me by that? No. I can't judge her. Ja, also wenn zum Beispiel die Töchter irgendwie ihm jetzt Drogen verabreichen würden, könnte man dann ihn richten dafür? Oder die Töchter? Natürlich die Töchter. Er kann doch nichts dafür, er steht da total unter Drogen. Did God say that to her? No. Hat Gott das zu ihm gesagt? Nein. So, here we have a different story. Here und hier haben wir eine andere Geschichte. Teaching people that if you have a daughter, she is not a feminine marriage. You can have sex with her mother and your daughter. Which means if a Muslim man, he have a girlfriend, and his girlfriend, she gave birth to. Wie viele Millionen von Muslimen leben in Unzucht beispielsweise und aus dieser Unzucht sind dann halt Kinder entstanden? Ja, passiert. Ich bin ja nicht da, um jemanden zu verurteilen. Wir sind alle mal schwach und fallen irgendwie. Aber dass Allah in Sure 25, Vers 54 erlaubt, mit seiner eigenen Tochter zu schlafen, ohne Spaß, dieses Buch muss man sofort verbieten, das ist erlaubter Inzest. An den Staatsschutz oder an die Prüfstelle für Jugendgefährdende Sachen. Der Koran muss auf den Index landen. Dieses Buch gehört verboten.
Dieses Buch ist ein gemeingefährlichstes, das ist das gefährlichste Buch der Welt. A daughter. He can speak with the mother and the daughter at the same time. Yeah. Ja, siehst du? Der hat das zugegeben. Er liest das mit seinen eigenen Augen. I definitely wouldn't do that. I mean, that's just, that's sick. This is okay. When Muhammad, when he had sex with Zainab, and he, she is the wife of his son from adoption, is that sick too? Yeah, but she divorced him. Doesn't matter. Said, no, no, no. Hold on, hold on. First of all, she did not divorce him. Muhammad, he went to the house and he flirted with her. Als die Geschichte mit Zainab und Muhammad passiert ist. Der Mohammed ist zum Haus von Zainab, von Said gegangen, sein Adoptivsohn, und hat Zainab gesehen. Und sie war eine wunderschöne Frau. Und der hat sie mit einem Blick angeguckt, der hat sie mit lüsternen Blicken angeguckt. Er hat sie im Herzen begehrt. Mohammed hat Zainab begehrt. Und er schreibt zum Beispiel Tabari in seinem Tafsir. Guck mal, was jetzt gleich abgeht. Das ist die dritte Sache, in der wir den Islam widerlegen und ruinieren. Don't you know that? Do you have any, like, no, I didn't know that. Siehst du, ich wusste gar nicht davon. Meint er, warte, ich zeig dir das jetzt mal, pass mal auf. Okay, hold on, look, sure we have hadith, I mean, Das Heftigste ist, der Typ kam, um Christian Prince zu widerlegen, am Ende hat er den Islam verlassen und Jesus angenommen. Ist das nicht herrlich? Ich wünsche, die Muslime werden so ehrlich wie dieser Anrufer. Er hat den Dreck gesehen, hat gesagt, du Heilige, jetzt kann ich doch nicht mit meinem Moral und Ethik vereinbaren. Das ist der allerletzte Satansmüll. Er hat den Islam verlassen und am Ende hat er Jesus angenommen. Ja. Ein ehrlicher, aufrichtiger Muslim. Einer unter Millionen. Hold on, let's see. When the story said, chapter 33, verse number 37, when you say to the one, Sure 33, Vers 37. Ihr könnt das auch aufschlagen. Sure 33, Surat al-Ahzab, Vers 37. Da findet ihr die Geschichte. Und dann zeigt ihr den Tafsir. Which, seid nicht dumm. Nehmt, setzt euren Verstand ein. Hold your wife for you, but you hide what is in your... Da sagt der Mohammed, behalte deine Frau für dich. Und dann sagt Allah, warum behältst du irgendwas in deinem Herzen, was du gerne begehrst? Guck mal hier. Allah bestowed on you. Okay, what he bestowed on you? That this is your woman, take her. Das ist deine Frau, nimm sie, Muhammad. The Quran saying that Muhammad was a hypocrite man, saying to the man, keep your wife. Ja, Muhammad sagte, behalte deine Frau für dich. His heart is something else he wanted. Aber in seinem Herzen wollte er die Frau haben. Das sagt der Koran ja auch in Sure 33, Vers 37. Schlag das auf. This Quran. Now. We go to the interpretation. Chapter 37. Guck hier, jetzt kommen wir zur Interpretation. Tafsir. Tiefe islamische Studie. Ja, das bleibt uns verboten. Wir können da nicht zugreifen. Yeah. And we go to keep 37. Your wife, fear yourself, and fear Allah. Yeah. But he want her. Hypocrisy. Imagine, I want the women, but I say to the husband, no, come keep her, man. Okay. Now look at this. Jetzt gehen wir wieder Tafsir rein. Guck mal. I will show you die Erklärung zu dem Vers. Guckt euch das bitte an. Read with me carefully, Muhammad. I really respect you. Guys, can you deny that this gentleman is very... I can tell he's coming from a good Muslim family. Okay. Ja, Christian Prince sagt gerade, dass dieser Anrufer ein sehr, sehr höflicher und respektvoller Anrufer ist, der wirklich zuhört und ein offenes Herz hat für das, was der gerade zeigt. Wir sind nicht der 99% der Muslime, sind ja voll überheblich und machen so einen auf hier Gockel und sowas. Aber hier haben wir einen Muslim, der Arabisch lesen und sprechen kann und der sich das erstmal anhört, was Christian Prince da zeigt. Und am Ende hat der den Dreck gesehen, hat gesagt, mein Gott, ich kann das nicht mehr leugnen, ich bin ein ehrlicher Mensch. Warum soll ich das denn leugnen, wenn sich das in den Schriften bei uns befindet? Dann will ich sowas nicht haben kann ich das nicht vereinbaren mit meiner Moral und Ethik? Geht nicht. Es ist unfassbar. Das ist tiefe islamische Studie, was hier gerade passiert.
Das, was uns verborgen bleibt, seht ihr das Arabische, wo wir nicht zugreifen können? 90% der Muslime können darauf nicht zurückgreifen. Sonst würden die alle den Islam verlassen. Oh. And because usually people are very arrogant, you show it to them in the front of them. Ja, komm, Muslime sind voll arrogant und dann zeigt er denen das vor seiner Nase und dann tun die so, als hätte er nichts gezeigt. Green, that this is what is written, because this is the truth. Usually, this is really what happened. So I have a lot of respect for you, my friend Muhammad, even though maybe this is not true. Meine Güte. Listen, it says here, وَقَالَ مُقَاتِلْ زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش من زيد. Who was the one who married Zainab to Zaid? Muhammad hat also Zaid und Zainab verheiratet. Er war das. Okay. I want to take a note. And then, فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ حِينَ ثُمَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى زَيْدًا يَوْمًا يَطْلُبُهُ فَأَبْصَرَ زَيْنَبَ قَائِمَةً كَانَتْ بَيْضَاءٌ جَمِيلَةٌ جسيمة من أتم نساء قريش فهويها وقال سبحان الله مقلب القلوب فسمعت زينب بالتسبيحة فذكرتها لزيد ففطن زيد فقال يا رسول الله إذن لي في طلاقها. Translate محمد. Guck mal, was der Muslim sagt. Was der Muslim sagt. Yeah, he was at Zaid's house and he saw her. And what he said? Get up. Mm-hmm. And she was white, good body, and all that stuff. And he said. And he. Yeah. What Hawiya mean? He liked her, right? Yeah. Well, he liked her. Yeah. And then what he said? Subhanallah, muqallib al-qulub. Woe to God who moves hearts. Als Mohammed Zainab gesehen hat, hat er gesagt, oh Allah, danke, dass du, mein Herz ist am Ausflippen für Zainab. Guck mal, der ist voll mit der Frau am Flirten. Mit einem verheirateten Frau ist der da voll am Rumflirten, bis zum geht nicht mehr. Guckt euch das mal an, was der Tafsir hergibt. Ja, das ist das, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und das uns verborgen bleibt. Aber ich zeige das den ganzen Muslimen, damit die auch keine Ausrede haben. Ne? But he's talking to who? To unmarried women. Sprichst du einer verheirateten Frau? And this married woman is married to his son. This is why he's allowed to be there when the husband is not there, correct? Also Mohammed ist ja erlaubt worden, dort zu sein, obwohl sein Adoptivsohn nicht da ist, weil das ja sein Vater ist im übertragenen Sinne. Ist er der Vater von Zaid? Mohammed ist der Vater von Zaid. So, er hat ihn adoptiert als sein Kind. Und dann darf er auch alleine beispielsweise sein Haus betreten und alles Mögliche. Und dann war die Frau da. Und diese Frau war sehr, sehr attraktiv. Guck mal hier. Yeah, correct. You know, you as a Muslim, you don't accept a strange man to go inside your house if you are not there. Unless... Ja, die Muslime akzeptieren niemals, dass ein fremder Mann bei ihnen einfach so ins Haus kommen darf, wenn der Mann nicht da ist. Guck mal hier. Maybe he's your brother or your father, correct? Correct. Okay. So Muhammad is taking advantage of being the father of this guy, getting inside the house when the man is not there. What he do? He flirt with his wife. Ja, also Muhammad hat quasi die Erlaubnis, dort immer hinzugehen. Und was macht der Muhammad? Der flirtet mit der Frau rum. Guck mal hier. Das ist der Tafsir, der das sagt, nicht irgendjemand. Das ist beispielsweise Qurtubi oder Tabari oder wer das ist. Das sind hohe Autoritäten, die das sagen, dass das so passiert ist. With the wife of his son. And look. Yeah, but if you continue to read, Zaid told him. No, hold on. Muhammad, read. فسمعت زينب بالتسبيحة. So what she, Zainab, she heard, which means Muhammad, he said that loud. Uh-huh. When a man he said that loud, it means he is telling her, he's flirting. Der spricht gerade mit Zainab. Okay. Correct. Yeah. Like, yeah. I might like a woman, but I don't say. I mean, let us say, all of us, we commit sin. All of us, we are sinners. And I was walking in the street, and I saw a woman, maybe she is married. I'm like, wow, she is beautiful. But look, he did not even say she is beautiful. He said clearly that Allah, he made his heart flip. Allah hat sein Herz ausflippen lassen für diese Frau. Allah war das auch noch schuld.
فذكرت هذه زيد she mentioned what his father said to who to Zayd. Und dann hat die Frau Zayd not want to divorce the wife. Und dann hat Zaynab den Zayd ihr Mann das erzählt, was passiert ist. Look what it says. For Fatina Zayd. Did you see the word for Fatina? Yeah. He got it. Zayd, he got it for Fatina. And then he went to the Prophet. He said, Ya Rasulullah, i'dhan li fi talaqiha fa inna fiha kabira. Come on, the arm is Zayd. So he is trying to get rid of her. Obviously, Muhammad, he wants her. He knew he would kill him if he wouldn't get. So he went there, obviously. He was happy with her all this time. He never complained. Now, suddenly, Zayd is not good. Sorry, Zaynab is hurting him? No. He is trying to say, okay, you want her? I heard what you said to my wife. Ja, also Zayd sagt dann, ja, ich habe mitbekommen, was du zu meiner Frau gesagt hast. Wenn du sie haben willst, dann lass mich von ihr scheiden. Der arme Mann, der seine Frau liebt. Und Mohammed nutzt das ja komplett aus, weil er der Prophet angeblich ist. Und spannt dem seine Frau aus. Das ist ja unglaublich. She is not good for me. Take her. Yeah. Ja, da siehst du. Do you accept such a man to be your prophet, Muhammad? Akzeptiert ihr Muslime, dass dieser Mann euer Prophet ist? Der hat den Ass auch gerade gefragt. Guck mal, was er antwortet. A man, you trust him, you give him the key of your house, and he is. Ein Mann, dem du das, den Schlüssel von deinem Haus gibst, den du vertraust, der mit deiner Frau dann flirtet. He adopts you as a son. He announced, like everybody says, even the Hadith says, that the Prophet of Allah, he screamed, he says, everybody from now on should know that Muhammad, the father of Zayd, and Zayd is the son of Muhammad. He announced many times. So now he goes to his house and he betrayed his own adopted son. Let us forget about being a son. What about a friend? Imagine a friend of yours comes to your house and he do that to you. Ja, nehmen wir mal an, ein Freund von dir kommt zu dir nach Hause, flirtet mit deiner Frau und spannt sie dir aus. Ist das krank oder was? Ist das die Moral des Islams? Ja, das macht mich innerlich wirklich sehr, sehr fertig. Ne? Sehr, sehr fertig. Dass die Muslime ihre Seele für das wegwerfen. Guck mal, der Arme, der kriegt keine Luft. Ja, Mohammed, es ist Zeit für dich, den Islam zu verlassen. Ne? I mean, there's no way a gentleman like you, smart like you, and I can tell coming from a good family, he will accept such a man to be his best example. This is what they told us. Ja, das ist das, was die im Nahen Osten sagen, dass Mohammed das beste Beispiel ist, das man folgen kann. Der vertrauenswürdigste Mensch, der je gelebt hat, der beste Mensch, der je gelebt hat. Ich sage euch, wenn ihr Muslime mir sagt, dass Mohammed der beste Mensch der Welt ist oder der je gelebt hat, dann ist Jesus Gott. Dann ist Jesus Gott. Er hat nie eine Sünde begangen, hat nie einen Fehler gemacht, nichts. Jesus ist Gott. Wenn Mohammed für euch der beste Mensch ist, der je gelebt hat, ist Jesus eindeutig Gott. You are the Middle East, you are the Middle East, and I am the Middle East. Day and night, the prophet was the perfect man, the most amazing man. Ja, die erzählen das so im Nahen Osten. Der Mohammed ist der beste Mensch gewesen, Sadr al-Amin, der vertrauenswürdigste. Aber die islamischen Schriften zeigen uns was ganz anderes. Die zeigen uns das Leben eines sehr sündigen Menschen. Ein Mensch, der unfassbar viele Fehler gemacht hat, sehr viele Sünden begangen hat und der alles andere als ein Prophet ist, der das alles erfunden hat. Guckt hier. Even Aisha, she said, Quran. Aisha, she claimed that Muhammad, ethic is Quran. This is ethic. So what do you think, Muhammad? I invite you to leave Islam immediately. You are smarter than this cult. Yeah, Well, if it's like that, if it's like, if this is der versucht schon ein bisschen dagegen zu wehren, aber if this is true,
Because look, I want to say something. Go ahead. Because we all know that when you have a prophet's whole life is based on delivering a message. Ja, das Leben eines Propheten sollte so ausgerichtet sein, dass er eine Botschaft vermittelt. And not marrying 13 women and flirting with other women. So if it's like that, Er sollte ja nicht 13 Frauen heiraten und auch mit anderen Frauen flirten. Guck mal hier. This is what happens right here. Ja, das ist, was hier geschieht. Then I... Like... Guck mal, der Arme. There is no way this guy is a prophet. Aha. Let me do that. Thank you. See ya. Es ist keinerlei Möglichkeit, dass dieserjenige ein Prophet ist. Ein Muslim sagt das gerade selber zu Christian Prince, dass Mohammed niemals ein Prophet ist. I can tell he is struggling to say it. You are struggling to make the word come from your mouth. Ja, das hat ihm sehr viel Überwindung gekostet, das zu sagen, aber er konnte nicht mehr. Er hat es eingesehen, dass der Islam eine Lüge ist. But this is the truth. If this is this and this is this and this is what it is. This is the Muslim books. The Muslims are proud about their prophet saying in their books that this is what the prophet did. So what? Die Muslime sind stolz auf ihren Propheten und zeigen uns auch noch das Leben von ihm. Das ist das Heftigste. About the one who is not proud about Muhammad, what they do. I am really happy for you that you decided to Islam. Den Islam verlassen. I have a duty as a Christian. Ja, also er hat den Islam verlassen und hat am Ende den Herrn Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen. Und das empfehle ich euch auch natürlich allen. Denn jeder von euch, der mir jetzt gerade zugeguckt hat, hat die Möglichkeit, sein Leben dem Herrn Jesus Christus zu übergeben. Jeder von euch. Der Herr Jesus Christus hat für jeden von uns Vergebung parat. Jeder, der zum Herrn Jesus Christus kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Und so heißt es in Johannes Kapitel 6, Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Weiter heißt es, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen. Nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat. Dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeder, der an den Sohn glaubt, ja, jeder, der an den Sohn glaubt, jeder, der an den Sohn sieht und an ihn glaubt, wird ewiges Leben haben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jeder einzelne von euch, egal ob Buddhist, Hinduist, Muslim, Atheist, ist mir egal, wer mir da gerade zuguckt. Ihr habt alle die Möglichkeit, eure Knie vor dem Herrn Jesus Christus zu beugen, Buße zu tun, umzukehren von eurem Müllleben, was ihr gelebt habt, und euch Mühe geben, nicht mehr so ein Müllleben zu führen. Wir sind nicht perfekt, ich bin selber nicht perfekt, ich achte alles als Dreck, sagt der Apostel Paulus ja auch. Ich selber auch. Ich achte alles als Dreck für Christus, selbst mich. Wir Christen sind nicht besser als Muslime oder Atheisten oder als Buddhisten, Hinduisten. Das Einzige, was uns besser aussehen lässt, ist der Herr Jesus Christus, der uns unsere Schuld vergibt. Das war's. Aber wir sind alles gleiche Wesen, wir sind gleiche menschliche Wesen sind wir. Und wir haben Vergebung unserer Schuld nötig. Ohne den Herrn Jesus Christus wird jeder Mensch zur ewigen Verdammnis verurteilt werden. Das sagt nicht ich, das sagt die Heilige Schrift. Und hier heißt es auch in Offenbarung Kapitel 20, Vers 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen. Und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Offenbarung Kapitel 20, Vers 15. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen.
ja, wenn euer Name nicht im Buch des Lebens verzeichnet ist, werdet ihr an den Feuersee kommen. Ihr werdet dort reingeschmissen. Es gibt die Hölle. Glaubt mir, es gibt ein Leben nach dem Tod. Denkt nicht, dass es ein Leben, dass es kein Leben nach dem Tod gibt. So ewiges Schwarz oder was, was die Atheisten ja sagen. Völliger Quatsch. Das ist ein Betrug Satans. Und das steht ja auch in 2. Korinther 4, 4. Der Gott dieser Weltzeit, der die Sinne der Menschen verblendet hat, dass sie das herrliche Evangelium Jesu Christi nicht sehen. Der Islam ist eine Lüge. Buddhismus ist eine Lüge. Hinduismus ist eine Lüge. Alle Religionen um Jesus Christus sind eine Lüge. Der Herr Jesus Christus sagt selber in Johannes 14, 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Alle Wege um den Herrn Jesus Christus sind eine Lüge. Du kannst in der ganzen Welt suchen gehen. Du wirst Gott nicht finden. Aber Gott möchte, dass du ein aufrichtiges Herz besitzt und nach ihm fragst. Gott, wenn es dich gibt, zeig dich mir. Ich suche nach dir. Ich kriege überall verwirrende Antworten. Ich möchte dich kennenlernen. Wenn du existierst, zeig mir, wer bist du? Bist du Jesus Christus? Seid mal ehrlich und mach das mal. Mal gucken, was abgeht. Aber von aufrichtigem Herzen, ne? Und nicht so halbherzig. Weil ich kenne, manche sagen, ich habe das schon gemacht, aber es ist nichts passiert. Und bekommen Hunderttausende von Zeichen und sagen, ja, aber ich sehe gar nichts. Also haben sie Scheuklappen vor den Augen. Das sind auch diese Kandidaten. Das sind auch diese Kandidaten, die dann auch eines Tages ihre Quittung bekommen. Wenn der Herr Jesus Christus denen dann zeigt, hier habe ich mich doch gezeigt. Da habe ich dir auch wieder etwas gezeigt. Hier habe ich dir doch auch wieder etwas gezeigt. Warum hast du das denn nicht wahrgenommen? Also mein Kind, wenn du die Zeichen nicht wahrnimmst, die ich dir gebe, warum wirst du mich dann versuchen, dafür zur Rechenschaft zu ziehen? Keine Ausrede, nein. So, ihr Lieben, für diejenigen, die ganzen Livestream jetzt geguckt haben, schneidet die passenden Stellen heraus, drängt die Muslime wirklich in die Ecke, das reicht langsam. Diese Religion, die im 21. Jahrhundert andere Menschen tötet wegen dieser Lüge, das muss aufhören. Das muss aufhören. Der Islam ist nicht von Gott, er wird niemals von Gott sein und ohne Jesus Christus ist alles verloren. Jesus ist unsere einzige Chance auf Vergebung unserer Schuld. Ob du darüber lachst oder nicht, ist mir völlig egal. Du kannst so viel spotten, wie du willst. Am Ende werden wir sehen. Denn jeder von uns geht in den Tod. Und dann werden wir sehen, wo der Platz von den Nachfolgern Jesu ist, die wiedergeborenen Christen, und wo der Platz für diejenigen ist, die Jesus Christus in ihrem Leben abgelehnt haben. Sei nicht derjenige, der Jesus Christus ablehnt. Sei derjenige, der Jesus sucht und ihn annimmt. Amen. Ich wünsche euch alles Gute, auch Mois und diese ganzen Leute da, die ja in der Welt gefangen sind. Und ja, die bestimmt noch ganz andere düstere Sachen machen. Ich bitte euch von ganzem Herzen, setzt euch einmal in eurem Leben hin, geht das Ganze durch und dann werdet ihr sehen, dass ich hier stehe, die Wahrheit gesagt habe und es keinen anderen Weg um Jesus Christus herum gibt. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute, auf dass der Herr Jesus Christus mir noch einen weiteren Livestream gewährt. Ja, ich war ja lange jetzt nicht mehr da gewesen, sehr viel zu tun gehabt und ja, hatte meine geistlichen Probleme auch, aber der Herr segnet auch wieder, der Herr gewährt auch und der Herr stärkt auch den Heiligen Geist, der in einem ist. Und ich hoffe auch für euch, eure Familien, dass ihr gesund und munter bleibt. Trefft eine Entscheidung für Jesus Christus. Er ist die pure Liebe. Er hat sein Leben am Kreuz für euch gelassen, damit ihr Vergebung eurer Schuld habt. Verwirft den Sohn Gottes nicht. Und so heißt es ja auch in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wirf deine kostbare Seele nicht weg für eine Religion, wo Allah sagt, in Sure 3, Vers 31, ich liebe die Ungläubigen nicht. Siehst du? Zwei Aussagen. Der eine Gott liebt seine Geschöpfe, der andere Gott hasst die Ungläubigen. Entscheide dich für den Gott, der die Welt geliebt hat und seinen eingeborenen Sohn gab. Ich wünsche euch Gottes Segen, ihr Lieben. Teilt den Stream, schneidet den so zurecht und
verteilt das in ganz Deutschland, die ganzen Beweise. Inzest im Koran, Hurerei, was haben wir noch gehabt? Hier, Stillen eines Erwachsenen. Ja, durch ABK, Mois und diese ganzen Leute kann ich das zigtausenden von Menschen zeigen. Ja, und dann werden die Muslime, müssen die Muslime sich damit auseinandersetzen. So, und zig von denen kommen dann halt raus und sagen, hey, der Junge sagt die Wahrheit. Er sagt die Wahrheit. Viele Muslime haben den Islam schon verlassen. Viele, viele. Und triff eine Entscheidung für Jesus. Jesus liebt dich. Gottes Segen, ihr Lieben.